Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bekommt Moskau nun offenbar Unterstützung aus dem Iran. Nach US-Angaben liefert das Mullah-Regime hunderte Drohnen, die auch waffenfähig sein sollen. Ja, und unterdessen intensivieren Putins Truppen ihre Bombardements auf Ziele im Donbass und die zweitgrößte Stadt Kharkiv. Nach dem Raketenangriff auf ein Wohnhaus stieg die Zahl der Toten auf mindestens 31. Der Kriegsüberblick von Fanny Uschen. Und immer mehr Menschen werden aus den Trümmern gezogen. Tot. Die Zahl 30 ist längst überschritten. Dennoch beharrt Russland darauf, dass es hier in Chassiv-Yar kein Wohnhaus, sondern ein Militärwohnheim beschossen habe. Und auch in Kharkiv gibt es Tote und Verletzte, darunter auch Kinder. Auch hier hätten die Russen gezielt Wohnhäuser und Einkaufszentren beschossen. Die Sirenen heulten auf, erzählt diese Frau noch unter Schock. Mein Mann wollte nachsehen gehen und wurde dann getroffen. Warum habe ich ihn nicht zurückgehalten? Zurück hält sich Russland ebenfalls nicht, bekommt jetzt auch Kriegsunterstützung aus dem Iran, wie das Weiße Haus verkündet. Nach unseren Informationen bereitet die iranische Regierung die Lieferung von mehreren hundert unbemannten Fluggeräten an Russland vor, darunter auch waffenfähige Drohnen. Unsere Informationen deuten des Weiteren darauf hin, dass der Iran sich vorbereitet, russische Einheiten im Einsatz dieser Drohnen auszubilden. Erste Trainingseinheiten könnten schon Anfang Juli beginnen. An den Frontlinien stehen derweil Dutzende Ortschaften unter starkem Artilleriebeschuss der Russen. Sie besetzen den größten Teil des Donbass im Osten. Die besetzten Küstengebiete will sich der ukrainische Präsident Selenskyj nun zurückholen, kündigt 1 Million Soldaten an. Ob das der Wahrheit entspricht, ist erstmal Nebensache, so Militärexperten. Zu Kriegen gehört leider auch sehr viel Psychologie, gehört sehr viel Motivation, gehört sehr viel Einfühlungsnahme auf die Soldaten, um damit die Motivation zu steigern. Und wenn Präsident Selenskyj bekannt gibt, wir starten jetzt ebenso wie die Russen im Donbass eine Großoffensive im Südwesten des Landes, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dort durch die Gesellschaft dort unten, aber auch durch die Menschen ein Ruck geht. Ein Ruck geht durch die Menschen in der Ukraine wohl auch, wenn sie das neueste Angebot von Putin hören. In einem Dekret ermöglicht der russische Präsident ein vereinfachtes Einbürgerungsverfahren. Heißt, alle Ukrainer, so Putin, hätten das Recht, schnell russische Staatsangehörige zu werden.